So, ich habe abgehört. Hallihallo und herzlich willkommen zu Sunkenland. Akai ist endlich mal pünktlich zum Start mal drin. Und auch First Try. Naja, halbwegs pünktlich. Wir mussten den Stream heute leider ein bisschen nach hinten verschieben, weil bei Akai gab es ja persönliche Probleme. Wir gehen nicht sonderlich drauf ein. Ich muss mir meinen Chat noch hier irgendwo anpinnen, damit ich den durchgehend sehen kann. So, Das jetzt ist darf ich ganz erstmal wieder wichtig. alles aus meinen Kisten rausziehen. Sind ja Ganz mittlerweile kurze zwei Stück. Nebeninfo. Ich habe alles Kupfer vom letzten Mal schon mal offscreen gebraten. Also das ist jetzt alles schon verarbeitet, dass wir es instant nutzen können. Ich muss hier gerade 10.000 Fenster schließen. Aber dass ich hier auch mal einen First Try hinlege, ist auch das erste Mal. Ja, ist es wirklich. So, beim letzten Mal haben wir die letzte Forschungsstufe erreicht und haben die riesige Insel da hinten erfolgreich geraidet. Und zudem auch sämtliche Bootrezepte jetzt freigeschaltet. Wir haben beim letzten Mal Naja, das das wissen wir nicht rote Boot genau. gefunden und das Jetski-Boot. Naja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es aktuell alle Boote sind. Also ein Ziel wäre natürlich, den Bau hier noch komplett abzuschließen, das schwere stationäre Geschütz auch noch hier erforschen, dass wir wirklich den Forschungstisch erstmal in eine Kiste packen können. Ich kann mir vorstellen, dass mit zukünftigen Updates dann noch was dazukommt. Und ach du heilige Scheiße, meine Leiste ist voll und ich habe Items, die ich da nicht mehr reinziehen kann. Hast du meine Batterie hier rausgeklaut? Ja, habe ich was dagegen? Das war die von meiner Lampe. Kannst sie aus einer Kiste wieder rausholen? Vor allen Dingen, eigentlich müsste hier sogar noch eine Lampe irgend, also noch eine Batterie irgendwo sein. Ich habe drei Batterien, das habe ich dir aber auch gesagt. Falsche Kiste. Ich habe noch eine andere Itemkiste. Ja, wie gesagt, ich habe das ganze Kupfer offscreen mal gebraten, damit es schon mal nutzbar ist beim heutigen Stream. Ich habe auch ein bisschen das Holz hier mal umgestellt, dass das ein bisschen praktischer steht, also dass es weniger Platz einnimmt. Man kann es noch nach wie vor greifen wie zuvor, ich habe es halt nur so längs gestellt statt quer. Das hat tatsächlich so ein bisschen Platz gespart. Ich dachte halt jetzt eher, dass du die, wie hier bei dem letzten, was hier war, einfach zwei quasi fast ineinander gestellt hast. Nee, das habe ich instant geändert. Ich habe das mitbekommen, als ich hier umgeräumt habe. Da oben, das habe ich dann auch direkt einmal abgeholzt, als sie schon dabei waren. Also ich dabei war. So, unser heutiger Plan ist auf Jetzt wieder jeden Holz. Fall eventuell ein Umzug. Wir wollten ja heute endlich mal hier auf eine große Insel Eher umziehen. erstmal erforschen. Also eher erstmal nach einer vernünftigen Insel suchen und gegebenenfalls die denn wegraiden. Außerdem, wir wollten zur Polizeiwache schon beim letzten Mal, ne? Ja, das ist aber nicht wirklich so geworden. Außerdem habe ich beim letzten Mal gegen Ende ja auch noch die Powerplants gefunden. Ich suche die hier gerade. Ah nee, die Raffinerie war das. Das wäre halt eventuell nochmal eine gute Möglichkeit, um an schnelles Öl zu kommen, beziehungsweise schnelles Benzin zu kommen. Dadurch, dass wir da, auch wenn wir hier die Fabrik jetzt haben, dafür nicht wirklich viel bekommen. Ja, wir brauchen halt dieses chemische Zeug. Was wir aber auch ebenfalls für unsere gute Munition brauchen. Das ist das Problem. Ich finde, der Treibstoff ist eher wichtiger. Die Munition sorgt aber auch dafür, dass wir raiden können und wir dadurch an Sachen kommen, die wertvoller sind als Wenn du die Benzin. ganze Munition vor Ort mitnimmst, dann ist das eigentlich eher weniger ein Problem. Na doch schon, wenn du eigentlich so spezielle Waffen nutzt, die andere Munition nutzen und nicht irgendwie hier die Pistolenmunition, welche halt schon wirklich häufig ist auch. Ja, ich Weil würde die mir auch Munition gerne für andere Waffen eine weniger Pistole häufig. machen. So eine DEG. Die wäre, da können wir keine von machen, aber eine GP20 könntest du dir machen. Das ist wahrscheinlich so die beste Pistole, die wir aktuell machen können. Kaputte Teile. Eine PM.
Betäubungs-SMG? Eine Mauserpistole? Ne, die Mauserpistole ist, glaube ich, höher vom Schaden her gewesen. Ne, die Mauser ist genauso hoch wie die Dingens, die GP20 oder wie die nochmal hieß. Also die GP20 und die Mauser sind gleich auf. Ich glaube, die GP20 hat sogar mehr Munition, außerdem brauchen wir da nicht nochmal extra Komponenten. Die Stun-SMG wäre, glaube ich, auch nochmal eine Option, weil die wahrscheinlich wesentlich schneller schießen kann. Dafür, dass die 5 Schaden weniger hat. Hä, die hat mehr Schaden als die normale SMG. Ich weiß nicht, wovon du redest. Nein, nein, ich meine im Vergleich zur Pistole. Natürlich wird die schneller schießen. Das ist eine Vollautomatikwaffe. Die Pistolen sind Halbautomatik. Warte mal. Ich nehme mir mal eine SMG. Nehme mir mal einen Stack Waffenteile. Eisen brauchte ich noch, habe ich gesehen. Was ist das letzte, was man bräuchte? Guck mal, die feinen Holzplanken, die braucht man auch für die AK. Also diese Holzwerkbank, die wollen wir auch noch basteln. Ja, wobei von den... Klebeband. Von den Assault Rifles her würde ich mir wahrscheinlich am ehesten die LW-59 machen wollen. Auch wenn die AK-47 halt einfach, naja, klassisch, man kennt sie halt. Also wer kennt bitte nicht eine AK-47? Die kennt fast jeder. Aber... Darf ich mal kurz dran? Man kann da nur... Da kann doch nicht nur einer ran. Doch, wenn einer dran ist, dann kann der andere nicht. So, die Stun-SMG wurde gebaut. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du gerade dran warst und ich drauf zugreifen konnte. Boah, sieht die fett aus in der Hand. Und das Visier funktioniert. Pistolenmuni. Nicht so wie bei meinen beiden Waffen, da funktioniert die leider nicht. Pistolenmuni. Da kann ich noch mal ein bisschen was abgeben im Stack. Aber mehr, wobei hier ein Stack und 22 kannst du haben, mehr kann ich aber nicht abgeben. Den Rest brauche ich selber für meine Deagle. So, einmal kurz testen, wie schnell die schießt. Ja, ist schnell. Ja, ist halt auch vollautomatisch. Und ist auch schnell geladen. Die kann 40 Munition packen. Jo, die schießt ja mal auch schnell. Das waren gerade 4 Schüsse. Hast du denn hier eine DEG gemacht? Die hab ich doch schon beim letzten Mal gemacht. Das habe ich dir doch aber auch gesagt gehabt. Nee. Ich weiß jetzt nicht, wer von uns das Teil gefunden hatte, aber ich hatte dir gesagt gehabt, dass ich die gemacht habe gegen Ende des Streams. Ein kaputter taktischer Helden? Ich hatte dir die auch gegen Ende des Streams gezeigt gehabt. Das weiß ich noch. Muss was essen. Ich friss einfach die Meeresfrische Platte, die gerade eben gekocht wurde, weil Mr. Krabs in der Basis stand. Was braucht das? Vielleicht sollten wir dir ein Jetski herstellen, jetzt wo wir halt nach einer Insel zum Leben suchen wollen. Naja, wenn wir rumfahren, ich würde halt schon auch Sachen mitnehmen, deswegen fände ich es nicht verkehrt, mit dem hier auch zu reisen. Weil wesentlich mehr Platz. SMG packe ich mal da rein. Mit dem Rest Pistolenmunition. Ich würde sowieso, wenn, erst bei Tag aufbrechen wollen. Ja, ich sehe die Polizeistation. Ich würde aber warten, bis die Sonne richtig oben ist. Dann brauche ich auch nicht meine Lampe verschwenden. So, mein Seafood ist fertig. Jetzt kann ich auch zu dir kommen. Ich habe nur gerade auf mein Essen warten müssen. Füllt eigentlich hier das Seafood-Zeug deinen Hunger und deinen Durst wieder auf? Nee, das füllt nur den Hunger. Dann sollten wir gucken, wie wir am besten an Pilze kommen, weil die Pilzsuppe, die füllt nämlich beides bis zum Maximum auf. Ich sehe hier einen Hai. Also diese Pilzvogelsuppe, die ist echt strong. Die füllt beides auf. So, Hai erschossen. Ist das ein zweiter? Hast du überhaupt mitbekommen, was ich gesagt habe? Ja, mit der Pilzsuppe füllt beides. Ich hab's mitbekommen.
Du wolltest nämlich nur auf Nummer sicher gehen, weil keine Reaktion von dir kam, außer halt, dass da Haie sind. Ja, soll ich die Haie ignorieren und mich beißen lassen? Pick sie doch einfach. Es ist wesentlich einfacher, sie einfach zweimal abzuschießen. Ich glaube, das andere, was du da abgeballert hast, war kein Hai, sondern ein Marlin. Ich hab... Marlins schwimmen eigentlich immer im Dreierpaket. Ich hab zweimal Fischhaut von zwei verschiedenen Haien. Ich hab aber zwei Haie. Warum zwei Marlins? Die sind doch eigentlich immer im Dreierpack unterwegs. Ja, es waren auch zwei Haie hier. Der zweite Hai hat offenbar den einen Marlin ersetzt. Ende der Story. So, das Wichtigste sind erstmal die Polizeiautos. Das Wichtigste ist erstmal die Kiste hier drin. Guck du erstmal, was drin ist, und dann entscheide ich, ob ich zu dir komme. Viel Stoff. Aber was ist in der Kiste drin? Da sind ein paar Komponenten drin. So Standard. Hier war sogar ein Schrank, der komplett leer war. Vier Komponenten. Ja komm, für vier Komponenten braucht man nicht doublen. Nicht mehr zumindest. Wir haben mittlerweile. Die Ultrakiste hier wäre schon eine andere Sache. Die dem kaputten alten Repetiergewehr mit dem taktischen Helm, mit der Munition. Oh, taktischen Helm, da haben wir ja nicht schon drei Stück von. Nein. Gar nicht. Oder die Kiste mit den Waffenteilen. Oh, Handschuhe für mich. Die du jetzt schon aufgenommen hast mit den Waffenteilen, die Kiste. Da war auch nichts anderes drin als Waffenteile. Ja, und aber überleg mal, was wir für Waffen noch craften wollen. Wir brauchen da Crafting-Teile für. Na komm, der Rest ist es nicht wert. Hier. Ja, bin dran. Bei mir ist da ein Police-Helm drin gewesen. Genau der, den ich auch gerade schon nutze und du, glaube ich, auch hast. Guck mal, ich mach die Fischfangnetze gerade praktischer. Wir haben gerade richtig viel Wert hier in unserem. In unserer Kiste. Ja, muss die nochmal setzen. Ich guck gerade, dass ich alle vier so reingesetzt kriege, dass man einfach von oben aus greifen kann. Also, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich würde gleich einmal einen Abstecher zum Händler machen, mit dem, was wir hier alles haben. Guck mal. Wir sind aktuell reich. Ich habe die Fischernetze abgegradet. Wie geupgradet? Ja, du kannst jetzt einfach von hier oben ausgreifen. Du musst nicht extra schwimmen gehen dafür. Außerdem haben wir jetzt hier jede Menge Platz wieder. Falls du neue Regale und so weiter aufstellen. Guck mal bei Wertsachen an, wie reich wir aktuell sind. Guck mal, wo ist unser Shop hin? Naja, endlich mal wieder leere Regale. Ich sehe es von der Weise. Endlich können wir wieder was lagern. Jetzt hast du wieder eine Begründung, Metallschrott auch mitzunehmen. Aber wir haben ja aktuell 600.000, 1450, 1490 haben wir gerade nur einfach an Wertsachen rumschimmeln in der Kiste. Ja. Batterien lohnt sich nicht. Warte mit dem Verkauf noch, vielleicht gibt es wirklich noch einen zweiten Händler. Ja, und den würde ich halt am besten mit dem Jetski einfach mit dir suchen wollen. Wenn wir halt explizit einfach nur nach vernünftigen Inseln suchen. Also mit dem Jetski sind wir mal kurz doppelt so schnell unterwegs. Also da sparen wir echt gut Zeit mit ein. Und ich hoffe immer noch, dass wir irgendwie die Möglichkeit bekommen, nochmal eine bessere, sage ich jetzt mal, Hose zu machen, als wir aktuell haben. Hm. Weil ich will eigentlich jetzt nicht unbedingt hier diese, naja, Knieprotektoren haben. Ich meine, wie sieht das denn bitte aus? Oben einfach, das sieht halt einfach so aus, als hätte ein Bodybuilder Leg Day permanent geskippt. Hui. Oben schwer gepanzert und dann unsere Knieschütze. Das sieht nicht gut aus. Ach, die merken, dass das irgendwie den nicht geskippt haben, wenn wir Tretboot fahren. Ja, wenn wir denn da irgendwie mit so 70 km/h im Tretboot lang düsen.
Das ist schneller, als manch ein Auto fahren kann. Aber wir könnten theoretisch mit den Westen einfach Infinite Money Glitch machen. Weil man bekommt zwei, wenn man sie craftet, aber man verbraucht nur ein Teil. Und wenn du sie zerlegst, kriegst du zwei Teile wieder. Man kann dann einfach vier neue craften. Ich kann mich doch auch auf die draufstellen, ne? Warte, wie teuer ist die? Ach, ja. Wenn wir Kleidung hätten und du sie nicht gerade alles verbraucht hättest, dann könnte ich sie mal testen, aber. Wird wohl nix. Willst du sehen, wofür ich die gerade verbrate? Ich sehe es schon im Stream. Fischnetze. Ja, guck, ich mache eine Fischfarm auf. Nochmal 12 Seile. Wir haben hier dann 12 vor den Fischfangnetzen und es geht nie wieder der Fisch aus. Yay, in Zukunft fressen wir künstlich rot gefärbten Lachs und nicht natürlichen Lachs. Wieso? Rotschnapper sind von Natur aus rot. Ja, aber Lachse sind es nicht, zumindest nicht so rot, wie man ihn halt kennt. Ich meine, guck dir mal den Wildlachs an. Ja, der ist leicht rötlich, aber der geht eher Richtung Grau. Und dann guck dir mal den ganz normalen Lachs an, welcher von irgendeiner Lachsfarm kommt. Der ist knallrot. Sind noch recht Den jung färben sie vielleicht. halt. Nö, den färben sie. So. Die füttern den Lachsen Farbstoffe. Das, was sie so in der Natur auch zu sich nehmen würden, zwar, aber wesentlich mehr, als sie in der Natur zu sich nehmen könnten. Eisenbahn hatte ich bei mir noch im Inventar. Was bräuchten wir denn für den richtigen Ofen? Stahlofen, ach, die fortgeschrittenen Teile nach wie vor. Das Sägewerk. Haben wir fünf elektronische Teile? Wir haben fünf elektronische Teile, dann können wir das ja mal bauen. Dann haben wir auf jeden Fall was Neues, auf jeden Fall für diesen Stream. Das werden wir sowieso noch brauchen. So, jetzt habe ich genau die Materialien. Guck mal, dann kriegt die Fläche hier direkt ein neues Mitglied. Sobald ich mit meinem Eisen durch bin, verziehe ich mich eh mal kurz woanders hin. Ach, verdammt. Da bin ich jetzt versehentlich auf linke Maustaste gekommen. Das wollte ich jetzt nicht. Und mein Boot hat derbe dabei auf die Fresse bekommen. Guck mal, die ersten feinen Holzplanken werden gemacht. Ja, die ersten nutzlosen Holzplanken werden gemacht. Die brauchst du auch für die AK. Ja und? Ich habe aber nicht vor, mir eine AK zu machen. Das habe ich dir doch aber auch gesagt. Was ich mir machen will, ist eine andere Waffe und die braucht kein feines Holz. Ey, ich habe da 5 Holz reingetan und der hat instant alles verwertet, ne? Also er hat, na gut, man kriegt aber auch nur eine feine Holzplanke dabei raus. Ich glaube, der braucht auch 5, um eine zu machen. Wenn das so ist, dann ist die AK wirklich sogar relativ teuer. Ich sehe auch gerade, wir brauchen tatsächlich sogar einfach unverarbeitete Baumwolle für die taktische Rüstung. Ja, musst du abwarten, bis da oben fertig ist. Wir haben eh noch. Ach. Ja, aber wir haben eh keine taktische Rüstung. Also keine taktische Weste. Wir haben nur die Army-Weste. Wenn Ja, würde aber ich wir haben. den Händler irre weit oben vermuten. Naja, So ich würde bei sagen, wir gehen 1200 einmal oben vor. oder sogar vielleicht bei den 1100 H. Da die Ja, aber Fragezeichen. lass trotzdem einmal zur Raffinerie gehen. Doch auf dem Weg. Ski ist auf Grund gelaufen. Oder auch nicht. Jetzt wurde es einfach übel weit geslingshot. Also, das ist jetzt einfach mal über den halben Ozean geflogen. Bist du Richtung Raffinerie gerade?
Ja, die Insel dort bietet sich eigentlich auch ganz gut an. So, ich sehe, du bist gerade auf dem Weg zur Raffinerie, also treffen wir uns da. Auf dem Weg, ich bin schon da. Eben, als ich auf die Karte geguckt hatte, warst du halt noch auf dem Weg. Kronleuchterbauplan kann ich schon mal nehmen und erforschen. Ja. Mittlerweile kannst du auch wieder Schrottmetall mitnehmen, ne? Die Regale sind fast alle leer. Ja, aber ich bin hier jetzt eigentlich nur mit dir wegen den ben eventuellen Benzinfässern. Ah, ich weiß, was ich Ich vergessen habe. habe fortgeschrittene Teile gefunden. Doppelbett, ja, endlich können wir zusammen schlafen. Kommst du einmal kurz wieder hoch, Sauerstoff holen und dann gehen wir die Teile holen? Ich habe vergessen, Teile sind meinen. hier direkt unter mir übrigens. Ach, da. Außerhalb liegt auch eine größere Kiste. Und ja, ich bin dran. Hier auch innerhalb liegt irgendwo eine nicht gerade kleine Kiste. Ja, hier liegt eine. Was ist drin? Bei mir ein altes Repetiergewehr. Okay, ich komme gleich. Hol du einmal kurz vorher auch noch mal Luft. Ja, ich habe jetzt gleich schon ein volles Inventar, deswegen finde ich die Jetskis null praktisch. Ja, zum Erkunden sind die geil, aber wenn du looten willst, sind die echt kacke. Ja, aber wir nehmen ja auch halt alles mit. Später müssen wir das ja nicht mehr. Später haben wir. Ja, bei mir ist da gar nichts Geiles drin. Nur Materialien. Vor allem eigentlich bin ich hier nur aufgrund des Benzins mit dir hergekommen. Und streng genommen kriegen wir ja auch das, wofür wir hergekommen sind. Die chemischen Substanzen und Benzin. So, hier will ich runter gleich. Weil hier ist auch noch mal eine Kiste. Dann nehme ich mir aber nur das raus, was ich haben will. Dann kannst du gucken, was drin ist. Oh, ein Stun-SMG ist da drin. Ein Rezept, das nehme ich Leute, ich mit. kann einfach durch die Tür hindurch was auf der anderen Seite Das absammeln. nehme ich mit. Eine kaputte Schrotflinte. Warte, das Glas, das nehme ich auch noch mal mit. So, kein Oh, Platz mehr. hier ist noch mal Teile. Kein Platz mehr. Ja, aber die fortgeschrittenen Teile müssen wir jetzt trotzdem noch mal snacken, die hier unten. Ey. Hör auf rumzuspacken, meine F-Taste. So, bin dran. Ja. Ich nehme aber auch nur das raus, was wir so gerade brauchen. Gummi und, naja, Stoff nehme ich mit, aber Gummi brauchen Ein wir jetzt Safe. nicht. Hier sind auch noch mal. Ich glaube, der Safe ist wichtiger. Oh, da ist was drin, das ich haben will. Wir können jetzt ein Aquarium bauen. Ja, ich muss aber einmal kurz raus, bevor ich gleich nicht mehr den Weg rausfinde wegen Dunkelheit. Ich guck mir gleich den Safe an. Und bist auch irgendwie ziemlich am Rumfrieren. Ja klar, ich bin gerade mit Vollgas durchs Wasser gedüst, während es Nacht ist. Beziehungsweise Ja, anfängt aber nachts zu werden. ich habe eigentlich fast die gleichen Klamotten an und friere nicht so wie du. Ja, erzähl das mal meinen Charakter. Naja, spielt halt einen weiblichen Charakter. Was soll das Die denn sind halt alle heißen? Frostbeulen. Naja, außer die russischen. Ich meine, die sind eh krank. Wieder eine Uhr. Das sind ja auch die, die mitten im Winter einfach baden gehen. Also wenn die nicht krank sind, was dann? Bei denen ist durchgehend Winter. Ja, eben. Was sollen die ein Die gehen anderes auch. machen? Naja, vielleicht nicht einfach
täglich ein Eisbad nehmen, irgendwo in dem nächstbesten See, der zugefroren ist. Aber wir haben jetzt echt gut die Teile. Darf ich herstellen? Ich will nur sehen, wie du ihn aufstellst. Alles andere ist mir egal. Warte, haben wir die elektronischen Teile dafür? Ja, sind auch einige dazugekommen. Wir haben die elektronischen Teile nicht, außer du hast noch welche. Ich habe nämlich nur 8. Ich habe 4 den gerade reingeschmissen. Ah, eine andere Kiste. Die ich erst abgecheckt hatte, bevor die Dinger da drin waren. So, und damit geht wieder ein Großteil unseres Eisens flöten. So, wo soll ich den hinstellen? Wir haben hier so eine hier. Riesige freie Fläche, tu ihn hier hin. Ich stell den mal hier hinter die Zerlegmaschine. Die hat sich so. Als unser bester Freund in... ja, guck mal, Kohle hat endlich einen Sinnwert. Kohle und Eisenbahn. Eisenbahn. Das mit den Eisenbahnen war schon irgendwie klar, aber die Kohle, das hatte ich mir eigentlich auch schon gedacht, weil Stahl ist ja eigentlich nichts weiter als kohlenstoffhaltiges Eisen. Guck mal, Kohle hat noch einen Sinnwert. Ja, und ich habe es predicted. Genau das habe ich predicted. Aber was anderes wird da nicht hergestellt. Aber wenigstens hat Kohle einen Wert. Ja. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass dann Eisenmangel noch höher wird. Ja, in der Tat. So, warte mal. Ein paar fortgeschrittene Teile habe ich noch in meinem Inventar. Mit den 4 Stahlbachen könnten wir das schwere stationäre Geschütz erforschen, dann hätten wir den Forschungstisch fertig. Aber wofür brauchen wir den sonst noch? Ich glaube, der nutzt die Kohle nicht, um das mit dem Eisen zu vermischen, sondern der nutzt die Kohle hier tatsächlich als Brennstoff, der Ofen. Schade, ich hätte gerne noch 8 elektronische Teile. Ja, du meinst von den 2, die wir noch haben? Also, guck dir das mal an. Aquarino, Item Translation Found... vor in Item Description. Aber es scheint offenbar irgendwas Nutzbares zu sein, wie der Grill und so weiter. Also wahrscheinlich können wir da Fische lagern, die vermehren sich eventuell. Wenn es geht, werde ich da den Krabbys lagern. Das wäre halt zumindest das Erste, was ich mir damit vorstellen könnte. Magst du mit mir mal die Nacht skippen, dann gehe ich bei den Apartments elektronische Dinger sammeln. Dann aber mit dem richtigen Boot. Halleluja, ist Eisen teuer. Stahl teuer. Wieso? Wir brauchen 5 für 1. Ja, war man den Brettern doch nicht anders. Ja, aber bei den Brettern geht es ja noch, aber Halleluja, ist Stahl teuer. Das ist ein bisschen zu teuer, wenn du mich fragst. Zum Glück brauchen wir Stahl für keine Waffen. Hust, hust. Naja, wenigstens für meine Waffe, die ich haben möchte, nicht, aber für die ganzen anderen Waffen halt. Weißt du, selbst wenn man mit dem anderen Boot hier langsamer ist, ich würde trotzdem eher das nehmen als das Jetski. Auch zum Erkunden, weil vor Ort will man ja auch noch ein paar Sachen mitnehmen. Und man kann so echt wenig mitnehmen mit dem Jetski. Ja, und sagen wir mal so. Wenig ist gar nicht. Das ganz große Boot, das wird wohl ein Traum bleiben. Als wenn ich dafür jetzt 50 Eisenbarren für wegwerfe. Bestimmt tue ich das nicht. Es ist Zeit für ein Aquarium. Also ich glaube, das letzte Mal, dass wir so viel Eisen auf einem Haufen hatten, war bei der... Neptun. Neptun hatte richtig viel davon. Und ich glaube, Neptun hatte sogar weniger Eisen als hier das Village. Weil ich habe jetzt hier schon 5 Eisenquellen oder so abgebaut. Glas. Ja, das nächste Eisen ist zu weit weg. Ich komme wieder zurück. Zeit für ein Aquarium. Und das stelle ich direkt zu unseren Fischen. So, was kann man mit dir machen? Sag jetzt nicht, du hast einfach nur Deko für so viel gecraftet. Dann reiße ich dir den Kopf ab. Es sah so aus, als ob es für irgendwas nützlich ist. Da sind ja nicht mal fucking Fische drin. Guck mal, es ist doch sogar im Reiter für das ganze Herstellzeug.
Wie den Grill, den Reiniger, Fischernetz. Irgendwas wird da drin wahrscheinlich gemacht. Aber wahrscheinlich eher so passiv. Oder das ist einfach ein nutzloses Item und die wollten es einfach nicht übersetzen, damit die Leute das nutzlose Item craften. Naja, gecraftet ist es jetzt so oder so. Wir sehen es ja irgendwann im Verlauf. Ein Ach, Aquarium ist ja wenn auch nichts, schön. wenn's nichts bringt, dann holzt sich das ab. Aber da kannst du einen drauf lassen. Dann hau ich das kaputt. Dann kriegen wir zumindest 50% der Materialien wieder. Junge, das wäre es nicht wert. Die 5 Elektronik wären es definitiv wert und die 15 Glas. 15 Glas ist trotzdem noch eine ziemliche Menge. Soll ich dir eigentlich auch einen Tactical Helm herstellen oder reicht dir erstmal den Polizeihelm? Wären 4 Stahlbarren. Kaputter Helm, der Spezial enthält. Du hast dafür jetzt schon vier Stahlbahnen jetzt rausgeschmissen. Ich habe aber auch das ganze Eisen dafür geholt. 20 Eisen für einen Helm, der nur 5 Rüstung mehr hat. Was mir im Nahkampf durchaus helfen kann, weil Ich du finde, sollst das nicht wiegt sich mit nicht mir in den auf. Nahkampf. Also ich finde Wir nicht mal wissen ansatzweise, ja dass sich nicht, wie das stark die aufwiegt. Verteidigung hier ist. Also, wenn man bedenkt, dass das 20 Eisen sind, das wiegt sich nicht auf. Die habe ich aber auch locker alle schon wieder reingeholt mit meiner einen Ich sehe was Schmiedetruhe hier. anderes Schönes. Guck dir die Fischfangnetze an, sie sind alle voll. Denn Lute. Die Fischfarm lohnt sich. Ich glaube aber auch mehr Fischernetze brauchen wir definitiv nicht. Ich wollte noch viel dahinsetzen, dann haben wir generell keine Essensprobleme mehr. Naja, dann können wir eigentlich uns nur von normalen Fischen ernähren. Vom Prinzip Naja, her. trinken. Und trinken, keine Ahnung. Holen wir uns Wir einfach noch einen weiteren davon. wollten noch auch noch den leistungsstarken Reiniger bauen. Was braucht der eigentlich? Da ist eigentlich nur Eisenbahn, falls da 5 drin sind. Nee, ich habe aber gerade 4 im Inventar. Ja, dann behalt die mal, gib mir und gib mir gleich den 5. rüber. Ich schnapp mir den Rest. Ja, denn hoffe ich mal, dass der sich auch lohnt. Und den anderen, naja, verbrauchen wir einfach das Wasser und dann kommt der weg. Dann brauche ich noch ein Paket Gummi. Aber ich habe halt auch eben mit meiner kleinen Tour, wo ich hier einmal alles Eisen in der näheren Umgebung abgebaut habe, mal kurz so 50 Roheisen geholt. Also, ich habe mir den Helm auch erarbeitet. Ich finde trotzdem, dass das sich nicht im geringsten aufwiegt. Wir wissen nicht, wie viel 5 Rüstung bringt. Vielleicht bringt das sogar ziemlich viel. Vielleicht bringt es aber auch nicht so viel. Das wissen wir So. nicht. Ich hab die übrigens. Hier. Dann ist es Zeit für den leistungsstarken Wasserreiniger. Und ich glaube, den Rest behalte ich auch erstmal hier in der Eisenbarrenform, denn. Dann packe ich den mal hier hin. Weil für den Fall der Fälle, falls wir für Ah, guck irgendwelche. mal! Wir brauchen den Eimer nicht mehr. Der lutscht sich also selber. Naja, du musst rangehen und F halten, aber der lutscht sich von selber. Also wir brauchen den Eimer wirklich nicht mehr. Wir können die Eimer verschotten. Und den alten Reiniger vom Prinzip her auch. Ja, guck mal, da musst du ja echt gar nichts machen. Ja, aber da ist noch 5-mal Trinken drin, das können wir noch aufbrauchen. Ja, das 5-mal Trinken würde ich aufbrauchen. Eventuell, was an Holz ist, würde ich dann noch aufbrauchen. Ich glaube, das kriegen wir auch Das nicht ist nicht zurück. viel. Das sind 2 Holz, das ist. Pff, egal, müssen wir nicht verbrauchen. Kannst du die restlichen 2 Wasser nehmen, dann baue ich das Ding gleich mit dem anderen Teil ab und dann können wir es verschotten. Genauso die Eimer, wir brauchen die ja jetzt nicht mehr. Nee, nee, lass mich doch aufheben! Wir hätten das auch so einfach kaputt machen können. Ich meine, wir kriegen sogar so höchstens die Hälfte zurück. Okay, da kann nichts zersetzt werden. Dann platzieren und ich hau ihn kaputt. Es geht auch schneller, brauchst du nur den Hammer.
So, jetzt haben wir zumindest die Hälfte an Scrap und Holz wiederbekommen, was sich nicht wirklich gelohnt hat, weil das war eh nicht wirklich viel. Kannst du das Holz direkt in den Reiniger packen? Obwohl, ich hole mir zwei Stacks und mach's selbst. Ich habe das Holz lieber verbraucht, indem ich... Naja, ich habe es nicht ganz verbraucht, ich habe es... Aber guck, jetzt brauchen wir die Eimer nicht mehr. Ja, jetzt bist du einfach hier der Typ, der sich Oberarme antrainiert durchs Pumpen. Vor Nee, nicht allem. Pumpen im Fitnessstudio, sondern Pumpen am Wasserhahn. Jetzt muss ich da nicht mehr auf und ab hüpfen die ganze Zeit. Aber sobald ich hier mit dem Eisen durch bin, sollten wir definitiv uns jetzt endlich mal die Jetskis schnappen und erkunden gehen. Haben wir eigentlich schon die ganze Zeit vorgehabt. Wir haben doch schon was erreicht in diesem Stream. Ein Aquarium und einen leistungsstarken Wasserreiniger und den verbesserten Ofen, der einfach viel zu viel frisst. Ja, welchen ich direkt schon benutzt habe, um Um mich zu insgesamt, zwägern. nee, um insgesamt schon ziemlich viel Eisen wegzufeuern. 40 an der Zahl. Sage ich doch, um mich zu zwägern. Naja, die anderen 4 Steilwaren habe ich nicht verbraucht. Die habe ich nur gemacht für den Fall der Fälle, dass wir irgendwie Und zum ich frage mich, Beispiel warum arbeitet das brauchen. Ding nicht? Das Ding war nie eingeschaltet. Oh ja, okay, für die guten Waffen brauchen wir eh 8 Stahlwaren. Außer für das gute Gewehr, da brauchen wir nur 4. Und für die AK brauchen wir 6. Plus nochmal, ja, eine gute Menge Holz. Aber wie gesagt, ich habe mir auch das Eisen zusammengefarmt. Du kannst dich nicht beschweren. Ich bleib dabei, das wiegt dich nicht auf. Wir wissen nicht, wie gut die Rüstung ist. Und selbst wenn, wie gesagt, ich habe das Eisen eben zusammengefarmt. Du darfst dich nicht beschweren. Ich habe es gefarmt, ich darf es also auch für meine Sachen Es benutzen. sind zwar nur zwei Metallschrott, aber die Eimer können ja trotzdem weg. Die brauchen wir nicht mehr. So, ich brauche ein Glas und zwei nur von dem anderen. Das kostet gar nichts. Ich will einfach mal wissen, wie groß der Unterschied ist. Auf unserer neuen Insel will ich ja auch wirklich so eine richtig vernünftige Festung bauen für uns. So, eine Stehlampe. Packe ich jetzt mal hier hin. Brauch Strom. Ja, ich muss auch Gummi erstmal holen. Ich hoffe, es lohnt sich. Und ich hoffe, dass es noch einen anderen Generator gibt, welcher... Naja, Also wir können mehr. es natürlich erst bei Nacht wirklich testen. Warum? Wir sehen doch auch so die Reichweite. Ich glaube, das kann man so ungefähr sehen wie bei unserer Kopflampe. Dann machten die. Ey, weißt du, mich anmeckern, dass ich die hier Stahl benutze, aber dann verbrauchst du den Stahl, den ich vorbereitet habe, selber. Ganz ehrlich. Dann darfst du dich nicht bei mir beschweren. Ich dachte ja, du brauchst den Helm eh nicht so dringend und du siehst den eh eher als Verschwendung. Dann können wir das ja einlagern und für was Ja, ich habe anderes. den dann jetzt Aber auch mal gemacht. nein, du verbrauchst es. Ich habe den jetzt dann auch mal gemacht, damit wir beide die gleiche Rüstung haben. So. Eine Brasse habe ich noch im Inventar. Aber der Spetzenershelm, der würde sich noch mehr lohnen, weil Ja, der aber braucht wie halt hoch nur ist die Wahrscheinlichkeit, 3. dass wir die finden? Ja, aktuell noch nicht so hoch, weil dafür müssen wir, glaube ich, welche von den noch stärkeren Ge Leuten raiden gehen. Wir haben doch, waren die von dem einen Clan nicht die höchsten? Der, Nee, also die wir waren Clan. Jägervereinigung und der Kriegstreiberstamm gäbe es Ich dann glaube, noch. der Warhead. Ich glaube, der Kriegstreiberstamm ist so der stärkste, auch was Waffen und Rüstungen angeht. Die werden aber ultra hart zu raiden sein. Ja. Ich finde es auch lustig, dass die Slavers und die Warheads ziemlich gleich auf sind von der Anzahl an Gegnern, die existieren. Okay, ich mache mich dann mal mit dem Jetski gleich auf zu H1290 zu dem Fragezeichen. Ich leere jetzt nur mein Inventar noch. Ich sehe auf jeden Fall richtig viel Eisen am Land.
Da sehe ich auch schon den ersten. Sklavenländer. Ferne Insel heißt die auch. Naja, die ist auch wirklich ziemlich fern, wenn man mal ehrlich ist. Und ich habe hier gerade noch eine andere richtig große Insel entdeckt, die auch ziemlich gut, ziemlich cool aussieht. Ich fände, die wäre praktisch gelesen. Vor allem, guck mal, wie viel Holz auf der hier beispielsweise wächst bei mir. Das könnten wir auch richtig gut immer wieder mal elektronische Teile farmen. Ich hab hier. Guck mal auf die Karte, wo ich bin, wie diese Insel heißt. Ich sehe es nicht. Das wird nicht für uns beide aufgedeckt. Doch, wird es doch eigentlich. Ach, Metallmine, doch, wird für uns beide aufgedeckt. Okay, dann können wir ja getrennt alles absuchen. Also die Metallmine, ich glaube, die sollten wir uns als nächstes mal vorknöpfen. Die ist von den Slavers, also die sind nicht so stark. So, was habe ich? Das hier ist die Ruineninsel. Ich sehe hier auch gerade einen Eisberg. Das Eisen hier ist geschenkt, das nehme ich mit. Ach nee, ist Kupfer. Ist trotzdem geschenkt. Ich sehe hier einfach einen verdammten Eisberg. Kannst du mir einen Screenshot schicken? Da habe ich noch einen. Obwohl, irgendwann fahre ich selber dahin, dann mache ich mir einen Screenshot und dann habe ich meinen Thumbnail für die Folge dann. Obwohl jetzt ab diesem Wochenende, was Stream-Videos angeht, erstmal bis Neujahr Pause ist. Damit ich die normalen Projekte ein bisschen pushen kann. Okay. Die große Insel da ist die nächste. Die sieht richtig geil aus. Zumindest das Konstrukt. Ich finde, das sieht echt geil gebaut aus. Okay, ich sehe die da schon auf mich zielen. Und ich glaube, das ist eine neue Fraktion. Ich habe hier eine der krassen neuen Fraktionen, der Warhead Tribe. Warte, ich glaube, ich habe hier auch eine starke Fraktion. Außerdem heißt sie schon Iron Helmet Base. Also ich glaube, da können wir einiges erwarten. Und guck mal, Südost habe ich schon alles aufgedeckt jetzt. Lol, mir wird das hier noch nicht als Inselgebiet angezeigt, wo ich hier gerade sitze, obwohl ich direkt an der Insel dran bin. Die sind aber vielleicht so heftig gepanzert. Alter, hier warte das Eisen einfach am Strand. Na gut, die Typen auch. Okay, ich hätte hier eine Insel, wo wir bauen könnten eventuell. Das ist eine neutrale Insel, hier sind also gar keine Gegner. Dann erforsche ich die Insel mal kurz. Ich nehme hier aber nichts mit, weil ja, kein Platz. Basis der Eisenhelme. Okay, das ist echt eine vernünftige Insel zum Bauen. Allerdings Nachteil, es gibt kein Eisen, kein Kupfer und kein Schwefel in der Nähe. Und ist wahrscheinlich arschweit weg. Ja. Dir ist einmal ganz am anderen Arsch der Welt, wo keine Inseln sind. Ich glaube, aber die Insel wird mir erst gesagt, was sie ist, wenn ich drauf gehe. Ich glaube aber, dass ich traurig bin. Jägervereinigung! Ja, die sind wahrscheinlich die zweitstärksten Tribes. Na, guck mal kurz mal mir im Stream, die sind richtig gut gepanzert. Ich sehe da nicht allzu viel. Der Typ da oben, der da mit seinem Scharfschützengewehr steht. Er scheint eine Polizeiarmor anzuhaben, so wie du. Und ich. Ja, das meine ich ja. Der ist richtig fest gepanzert. Ja, ich will nicht wissen, was die Warheads anhaben. Ich glaube, die laufen mit Besnas-Rüstung rum. Ich glaube, die laufen mit der Besnas-Rüstung rum, die überhaupt existiert in dem Spiel. Ja, die Besnas-Rüstung. Und ich kann mir vorstellen, dass die zu bekämpfen wirklich ein Kampf ist. Ja, ich glaube, die würden wir aktuell noch nicht packen. Die Jägervereinigung möglich. Im Übrigen, was ich mir mittlerweile denken könnte, vielleicht haben die Story noch gar nicht integriert. Na doch, also ich. Oder hast du schon bei einem anderen gesehen, dass der mit der Story irgendwie. Keystraw hat schon komplett einen Playthrough hochgeladen, wo er auch mit dem Helikopter am Ende weggeflogen ist, also. Ich habe ein Kraftwerk gefunden. Das Ende existiert. Ich habe ein Kraftwerk gefunden. Und ich fahre jetzt nochmal zurück zu den Warheads und will mal gucken. Yo! Ich habe ein Nuklearkraftwerk gefunden. Yo! Das schreit nach chemischen Substanzen. Einen Moment, ich habe mein Thumbnail. Ich muss nur einmal kurz hier alles ausblenden. Ich sehe hier nicht wirklich, was für Rüstung die haben. Die sind echt sehr weit weg. Die Leute. Aber der Helm, den ich bei denen sehe, ist
Sehr boah, hier muss es auch chemische Substanzen in rauen Mengen geben. Bei so einem Ja, das glaube ich Kraftwerk. auch. Okay, das ist die letzte Insel der Karte, ne? So, ich will jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwie einen guten Blick auf die Warheads kriege, irgendwie. Die Insel ist Bisher gigantisch. Versunkene Innenstadt, der Kriegstreiberstamm. Vielleicht kriege ich jetzt hier einen Blick auf die. Also, ich glaube, mit den Kriegstreibern könnten wir uns aktuell noch nicht anlegen. Ich meine, man könnte Ich es glaube, wir beim könnten uns nächsten nicht mal mit der Jägervereinigung wirklich anlegen. Ich glaube, man könnte es eventuell mal versuchen, sich mit den Warheads anzulegen, aber ich glaube nicht, dass wir es überleben würden. Wobei mit Geduld und vielen Toten werden wir auch die weggeradet bekommen, aber. Okay, ich habe gerade einen im Blickfeld und der hat wahrscheinlich wirklich zumindest das taktische Helm an. Also den Helm nicht, aber das Hemd hat er, glaube ich, an. Ja, aber der. Die Mütze, die er aufhat, sieht aus wie ein verdammter Cowboy-Helm. Dahinter erwartet noch ein Cowboy. Dude. Vielleicht kriege ich mich ja ein bisschen dahingeschlichen. Warum ist die Lampe an? Ich würde mich gerne hier draufschleichen. Eventuell könnte ich dann einen guten Blick erhaschen. Ohne dass die mich im Bestfall umbringen. Wenn die einmal auf mich schießen, hau ich ab. Zum Glück Naja, sind die dämlich. ich glaube, bei denen kriegen wir halt tatsächlich. Denn auch die Automatikwaffen und so, aber. Ja, guck mal. Jetzt gerade kannst du sie bei mir gut sehen. Ja, der hat eine Arcana-Hand. Also mit dem wollen wir uns noch nicht anlegen. Ey, der guckt auch noch genau auf die geile Kiste. Naja, sagen wir es mal so, mit denen wollen wir uns schon anlegen für unsere bessere Ausrüstung, Wollen wir mal also. eben kurz über Natur reden und wie Bäume wachsen? Hallo, Bäume sind ziemlich strong, die können durch alles Mögliche wachsen. Ja, aber guck mal, wo der sich ausgesucht hat zu wachsen. Ja und? Auf der Straße. Okay. Ohne Boden drunter. Ich hätte hier eine komplette Seebasis von den Warheads. Also, yep, die sind Minimum mit taktischer Rüstung hier am Start. Ich glaube, der Dude da oben hat sogar Spesners Rüstung an. Okay, langsam kommt in das Also, schon so vor. die haben mindestens die zweitbeste Rüstung im Spiel. Wahrscheinlich eher sogar die beste Rüstung. Ich sehe die riesige Basis, die du meinst, und bevor wir die raiden, würde ich wirklich auf in eine AK Naja, die wechseln Basis, bei mindestens. der ich hier bin, Ich sehe die dieser Basis, ich Sirna, sehe die von hier. als ob du Sirna toll von hier aus siehst. Ich sehe die von hier aus. Ich sehe dich sogar von hier aus. Das ist, ja, du bist auch nicht mehr so weit weg von mir. Aber so groß ist die jetzt nicht unbedingt. Die sieht größer aus, als die vom Nahen halt ist, actually. Die Insel habe ich, glaube ich, noch nicht. Ich auch nicht. Da wollte ich auch gerade hindüsen. Nimm mal Wollen lieber wir. die in der. Das ist die grüne Insel. Der Erlöser-Clan wartet hier. Aber das wäre eigentlich. Guck mal, das wäre eigentlich eine richtig geile Basis. Einmal auslöschen. Und dann könnte man da drinnen eigentlich bauen. So, es gibt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Inseln, die wir noch nicht entdeckt haben. Guck. Also da, das wäre eigentlich eine richtige Festung, wenn wir da bauen würden. Wir könnten uns dann sogar die Barrikaden bauen sparen. Irgendwann habe ich ja auch vor, wieder das aufzubauen. Vorausgesetzt, die NPCs können da nicht irgendwie durchrennen. Aber Stationäres Geschütz, Flugscheinwerfer. Ich würde sagen, wir entdecken jetzt mal kurz die restlichen Inseln. Ich habe ja jetzt auch die Hochhäuser entdeckt. Ich würde sagen, dass wir uns dann eventuell einmal mit den Warheads anlegen in eine der Stellen. Einfach mal, um zu Ich gucken, würde sagen, wie der wir sie entgegenschlagen. Clifton-Außenposten, da könnte man die gut bekämpfen. Die waren da relativ offen. Oh, hier wären die Hunter. Aber die Hunter haben wahrscheinlich hier die Scharfschützengewehre und die Warheads die ganzen anderen krassen Sachen. Aber hast du das Let's Play von denen gesehen? Von dem Nein, Keystore? habe ich nicht. Ich hab nur das finale Video, den Titel gesehen gehabt und das Thumbnail. Die sind da halt im Weil Helikopter weg. mich würde halt schon interessieren, wie man die Story vorantreibt. Das habe ich keine Ahnung. Der muss ja in irgendeinem seiner Videos sein. Okay, Naja. dann guck ich mir mal das letzte Fragezeichen an, ne? Nee, es gibt noch zwei weitere ganz im Süden. Südwestlich, ganz unten. Ja, ich sehe es. Eine ist knapp außerhalb der Karte.
Aber ja, das letzte Fragezeichen da oben erkundest du und ich die drei hier unten. Wahrscheinlich ist hier eine der Inseln ist hier mindestens noch von den Warheads. Okay, die ist von den Slavers, die sind ja mit den Warheads von den Inseln gleich auf. Eine der beiden Inseln da unten gehört noch den Warheads, das ist klar. Ich glaube, vor dem nächsten Stream gucke ich wirklich mal in seinem Video rein, wie der die Story vorangetrieben hat. Naja, ist das jetzt nicht eh der letzte Stream des Jahres? Zu Sunkland, erst nächsten Monat mache ich in diese Community-Stream-Woche, wo dann Feierabend ist. Okay, ich hätte hier nochmal Warheads, wo keine Basis, also keine Festung ist. Die könnten wir wahrscheinlich am leichtesten raiden. Ah, Die dann müssen wir Insel auch am ist weitesten das. fahren. Sind, glaube ich, Sklaventreiber. Sieht zumindest so aus. Ich sehe, das einzige Problem ist, ich sehe hier halt gerade Bürgerzentrum ist bleiben. das. Oder? Also, wenn du mal hier auf die Karte guckst, wo ich bin, Gas Station, das scheint Okay, die nicht Insel könnte so ich locker schwierig. alleine raiden. Die kann ich locker alleine raiden. Sind das Mutanten? Ja, das ist eine Mutanteninsel, die kriege ich locker Ja, alleine aber lass kaputt. es. Lass es einfach. Die Mutanten haben eh nichts mehr, was wir brauchen, außer ein bisschen Holz. Und das können wir woanders effektiver beschaffen. So, was hast du denn da unten noch entdeckt? Eine Gas Tankstelle? Station, die wäre wahrscheinlich die leichteste Warhead Base bisher. Bist doch irre weit von der Basis noch weg von der Karte her. Basis der Einzelgänger hast du da ganz unten links. Es gibt wirklich nur einen einzigen Händler auf der Karte. Yep, und beide Inseln hier unten sind die Warheads. Also, du hast die Qual der Wahl. Tankstelle oder die kleinere Insel der Warheads? Welche ist dir lieber? Das sind wahrscheinlich die leichtesten. Weil die anderen sind alle komplett verbarrikadiert mit Wänden und so. Also, da haben wir keine Chance. Bei den beiden sind jetzt nicht wirklich Wände, die ich hier unten noch entdeckt habe. Da haben wir wirklich die größte Chance. Ich gucke hier gerade, der Erlöser-Clan hat nur noch zwei Inseln, die Sklavenhändler 5, die Plünderer 3, die Mutanten 4. Und es sind auch nur noch 15 Mutanten übrig. Ja, Mutanten sind generell nicht so viele, aber dafür haben die einige Inseln. Ich mach die tot. Ich hoffe, du hast denn auch Stoff und Holz, damit du die Insel claimen kannst. Das kriege ich vor Ort. Und ich bin auch wieder zur Basis zurück. Also wir haben jetzt alles erkundet. Es gibt insgesamt einen einzigen Händler, traurigerweise. Also gibt es leider keine Möglichkeit, fortgeschrittene Teile oder elektronische Teile zu kaufen. Hätte ich halt echt gerne nochmal gehabt, aber ist denn halt so. Aber du weißt, was das heißt. Alle anderen Upgrades müssen wir uns durch Raiden jetzt zusammenkratzen. Und ich guck mal, dass ich hier ein paar der Events-Items mir kaufe vom Händler. Sofern du da jetzt nichts gegen hast, sage ich mal. Ich töte gerade diese Mutanten. Die sich echt schlau anstellen. Die verstecken sich die ganze Zeit hinter den Bäumen. Ja, ich nehme einfach den Revolver. Komm her. Tot. So, wo ist der denn die ganze Zeit auf mich, Mann, zu schießen? Tschüss. Ihr seid keine Sklaven. Zumindest der eine da nicht. Also keine Mutanten. Oh, und die haben einen Spanferkel. Irgendwo. Ich hab dich gesehen. So, ich habe jetzt ein paar Halloween-Sachen gekauft und uns damit quasi fast pleite gemacht.
Die Halloween-Sachen sind echt teuer. Das ist alles, was ich davon jetzt gelernt habe. Das hätte ich dir auch so sagen können. Vor allen Dingen lohnen die sich nicht mal. Naja, das sind alles Designgegenstände. Also, ein paar der Sachen sind schon lustig. Ein bisschen Benzin. Ich habe jetzt hauptsächlich auch eher die, naja, sagen wir es mal so, größeren Sachen gekauft. Zum Beispiel halt den Tod und ein Geist und eine Katze und eine Spinne und eine Vogelscheuche und so, aber. Kartoffel-Senpai! Ja, Kartoffelsenpai. Alter, wie viele Baumwollpflanzen haben die auf der Insel? Okay. Die hätten wir versklaven können. Die haben doch schon Erfahrung mit der Baumwolle. Die Betäubungs-SMG, die nutze ich doch gerade. Man kann die nicht versklaven, leider offenbar. Das Naja, hätte ich ja spätestens damit ich glaube, getan. mit der Stun-SMG, da ist auch so ein bisschen, naja, die Übersetzung für den Arsch. Weil wir wissen ja, dass die sehr wahrscheinlich aus Japan, aus dem asiatischen Reich Bereich kommen, die Entwickler. Wir glauben es nicht nur, wir wissen es. Woher wissen wir das denn? Das siehst du, wenn du auf dem Discord bist. Ja, dann kommen sie halt aus dem asiatischen Raum. Dementsprechend ist die Übersetzung halt eventuell nicht so geil. Halt so von wegen Stun SMG. Die nutzen einfach den Google-Übersetzer. Möglich. Oh! Eventuell haben sie Neon-Schild sich auch. Katze! Ja, ich habe hier auch eine Katzenstatue, die uns anglupschen kann. Also bei dem Lagerhaus sind wir wirklich eigentlich sogar relativ Und reingestürmt. du sag noch meine Mutanteninsel lohnt sich nicht zu raiden. Ich habe einfach hier 6 Stacks an Holz in meinem Inventar, nochmal 4 ganze Eisen-Stacks noch in meinem Inventar. Im Boot habe ich auch nochmal ein paar Stacks. Also die Insel hat sich richtig hart gelohnt. Von den Rohmaterialien, aber das, was wir auch aktuell auch noch zusätzlich brauchen, was bessere Waffen sind und Sechs so, da lohnt Eisen-Stacks. es nicht. Sechs Eisen-Stacks und 6 Kupfer-Stacks. Doch, hat sich mega gelohnt. Von den rohen Ressourcen ja, aber vom Fortschritt her, was neue Sachen angeht, nicht so. Wir haben, glaube ich, so langsam so ziemlich alles entdeckt. Hauptsächlich nur noch das, was die größeren Clans beinhalten können. Ja, Müssten wir noch. eben. Ich komme jetzt übrigens zurück und dann probiere ich mich am Dach. Die besseren Waffen von den stärkeren Clans sowie die entsprechenden neuen Crafting-Rezepte für eventuell einen größeren Sauerstofftank vorausgesetzt, das gibt es. Eventuell kriegen wir irgendwie nochmal ein anderes Visier, weil das Red Dot-Visier alleine ist halt, naja, nicht unbedingt so geil. Ja, vor allem für die Sniper finde ich das jetzt nicht so geil. Da hätte ich schon lieber irgendwas, das mit einem Zoom arbeitet. Für mich ist das beste Sniper-Scope in jedem Videospiel das Azog-Visier. Das hat guten Zoom, aber nicht zu krassen Zoom. Außerdem sieht man auch noch, was einfach am Rand des Bildschirms sich So, abspielt. mein Und Sohn, du ich bin hast zu nur Hause. einfach deinen Kreis und der Rest ist schwarz. Das ist ja normalerweise so üblich bei Okay, Sniper-Scope. ich sehe deinen Hüttenversuch. Ja, du kannst da mit allen möglichen Dächern mal rumprobieren. Es hat 4 Wände und eine Tür. Nur ein Dach hat's nicht. Wo sind denn die Dächer da? Warte mal. So, ich habe mir jetzt auch einen Energy Drink reingedrückt, weil ich hatte einfach keine Energie mehr und schlafen gehen lohnt sich jetzt eh. Ich bin ja auch gerade erst nach Hause gekommen. Die hätte es doch überhaupt nichts gebracht, dich da schlafen legen zu wollen. Ich guck mal. Das habe ich auch schon versucht. Alles, worüber du gerade nachdenken kannst, habe ich bereits versucht. Ich probiere mal was anderes. Oh, stimmt, vielleicht brauchst du die Säulen. Ja, das war. Ja, das brauchst du einfach nur sollen. Ja, okay, leck mich doch. Ja, so viel zu, ich habe alles versucht. So, jetzt Da bin ich. stand nur bei dem Metallflor, dass man Säulen braucht, nicht bei dem Dach.
So, ich hab jetzt meine Kammer der Schande. Nur, dass ich sie an sich gebaut habe, außer das Dach. Ey, weißt du, was ich am liebsten reinsetzen würde? Aber guck mal, wie viele Blueprints wir theoretisch schon haben. Also viel gibt's da eigentlich nicht mehr. Weißt du, was ich am liebsten jetzt wirklich gerne hätte, was man hier einfach reinsetzt? Einfach eine Toilette hier rein. Das ist so unser Toilettenhäuschen. So, nee, hatte ich da bei Missionen jetzt irgendwas? Nö. Da müssen wir wohl bei Keys dann gucken. Ja, wir müssen dann da echt in das Let's Play gucken. Also, wir haben ja wirklich schon alles versucht, irgendwie die Story voranzutreiben und wir wissen einfach nicht, was wir tun müssen. Was findest du eigentlich jetzt zu meinem Sensenmann? Was? Den ich direkt einen Sarg daneben platziert habe auch. Ich weiß nicht mal, wo du das euch hingestellt hast. Ich weiß nur, dass du unser Geld verprügelt hast. Der Sensenmann, der steht direkt neben der Stahlschmiede. Und hier, Hagrid hat einfach seine Spinne dagelassen. Wie hieß die Spinne nochmal? Aragorn oder so? Aragog war es, meine ich. Ich weiß es auch nicht. Aber hier, das passt doch. Perfekte Kombo. Ach, da fehlt der Inhalt. Naja, der Inhalt, der ist hier. Und da, guck mal, der Geist, der bewegt sich so ein bisschen. Weißt du, an was der mich erinnert? An diese aufblasbaren Dinger, die man bei amerikanischen Läden meistens davor hat. Daran erinnert mich das irgendwie. Geh mal da hoch zur Farm und guck dir mal die Vogelscheuche an. Ja, da gehört sie auch hin. Oder bei unserem Bett. Die Katze steht daneben und die Ente da drauf. Warte, ich muss erstmal Material einräumen. Die Schränke werden jetzt wieder voll. Naja, Metallschrott habe ich, glaube ich, in der Kiste. Ach komm, ich habe eh nicht so viel Kupfer im Inventar gerade. So, wieder ein bisschen Eisen zum Verpulvern. Also ich werde vor dem nächsten Stream definitiv in das Let's Play gucken. Ja, sieht so ganz schön aus. Was könnte man denn sonst noch an das Haus dran bauen? Vielleicht ein Fenster. Aber weißt du, was ich glaube, was wir einfach jetzt mit unserer riesen Fischfarm machen können? Einfach die ganzen Fische braten und uns möglichst viele immer einstecken und die einfach als Heilung nutzen. Ich glaube, das ist auch wesentlich effektiver, als darauf zu warten, dass man den Koch einen Topf voll kriegt. Apropos, ich habe eigentlich mal Mr. Krabs dabei. Ich rede jetzt nicht von den Fischen, die wir brauchen, um hier zu kochen, sondern die Fische, die wir halt für nichts brauchen, da kriegen wir eh mehr als genug. Und das reicht eigentlich. Wir haben drei Stacks an Tarpons und drei Stacks an Tarpon und roten Schnapper. Du könntest ruhig einen ganzen Stack mal verbraten. Ist meine Meinung. Ich fände nicht, dass das irgendwie uns schaden würde, einen kompletten Stack davon zu verbraten. Ich glaube, bei denen brauchen wir eigentlich sogar nur noch Wasser und wir können das Essen denn herstellen. Also... theoretisch können wir die einfach permanent zu essen verarbeiten am Kochtopf. So, ich tue jetzt das, was ich vorhatte. Metallschrott nehmen und dann baue ich da oben mal ein Fenster mit ein. Vielleicht macht das einen Unterschied. Und ich mache das, was ich jetzt hier gerade mir nochmal gedacht habe, was ganz nice wäre. Metallwand mit Fenster. Materialien haben dafür. Muss ich aber das alte Ding abreißen. Warte mal, so geht das doch bestimmt schneller. Sag doch was, wenn du es so versuchst abzureißen. Weg ist es. Ich will mal probieren, ob vielleicht ein Fenster einen Unterschied macht. Nee. So viel dazu. Aber hey, jetzt kann man aus dem Kackhaus rausgucken. Ja, also wir brauchen tatsächlich eigentlich nur Wasserflaschen, um das Essen herzustellen aus den Dingern. Was könnte man denn sonst noch machen? Eine Leiter mit dran setzen? Das wäre aber auch actually, wo ich mir frage, why? Aber guck mal, wenn ich gerade so in Baupläne reingucke, wir haben richtig viel. Da fehlt nicht mehr viel.
Habe ich doch eben schon gesagt, dass wir fast alles schon haben. Ja, ich wusste ja nicht, wie viel das ungefähr sein könnte. Mir käme sonst nur noch eine einzige Idee, Farbe nehmen und das Ding färben, aber... Das würde am wenigsten Sinn ergeben. Das ergibt sogar noch weniger Sinn als die Leiter, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich bin wieder zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob die Umzugskiste noch existiert. Ich habe die jetzt nicht aufgehoben. Ich wusste eh nicht, wo die gelandet ist. Außerdem bin ich immer noch damit beschäftigt. Direkt vor mir und ich sammle sie gerade auf. Ich habe jetzt gegoogelt, während ich auf dem Klo war. Die Story gibt es noch nicht. Okay, und... Ich glaube, Keyshaw ist einfach nur generell mit dem Hubschrauber weggeflogen. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, dass es aktuell einen gibt. Es gibt keine Story momentan. Laut Roadmap der Entwickler ist die Geschichte selber noch in Arbeit. Die ist noch nicht existent, dann so gesehen. Ist das wohl der Stand der Dinge, würde ich mal behaupten. Was Tanklin angeht, wie machen wir das dann mit der Zukunft? Ich hätte das dann jetzt so vor, wir machen dieses Stream-Let's-Play, was wir jetzt gerade haben, erstmal soweit, ja, wir erobern alle Inseln und gucken, dass wir den Forschungsbaum voll kriegen. Und dann, wenn die Vollversion da ist, wie es wie GLP und Palle mit Raph gemacht haben, dann nochmal eine zweite Staffel, wo wir nochmal von vorne anfangen. Und für dann merken wir uns direkt erstmal Kochtopf machen und gucken, dass wir eine Fischfarm kriegen mit den roten Schnappern und den Tarpoons, weil wir können richtig krasse Nahrung damit herstellen. Wir haben jetzt nie wieder Nahrung- und Trinkenprobleme deswegen. Ich habe gerade einfach 15 Fischsuppen, die deine Hydration und Hunger direkt zum Maximum auffüllen. Aber das wäre doch eine Idee, ne? Dass wir einmal so machen, ja, wir erobern alle Inseln, gucken, dass wir den Forschungsbaum kriegen. Und dann, sobald das Spiel in der Vollversion ist, dass wir dann nochmal eine zweite Staffel machen. Das ist auch wirklich die beste Idee, die man hierzu dann machen kann. Ja, also das Spiel macht an sich durchaus Spaß. Das würde ich auch öfter von vorne anfangen, also so ist es nicht. Also wie gesagt, sofern ich erwähne das nochmal. Ich bin nicht vom Spiel aufgezwungen, das neu starten. Und ich würde dann das auch bei der zweiten Staffel dann so machen, dass das hier einfach wirklich unsere Basisinsel wird. Aber wir von Anfang an hier direkt besser ausbauen und so und dass wir direkt mit den Raids aktiv starten. Ja, dass wir uns gar nicht so stark... Also wir wissen ja, wo wir beispielsweise Eisengut herbekommen. Obwohl ja, die da wahrscheinlich noch vieles hinzufügen werden. Also ich guck gerade noch mal, auf welcher Version das Spiel ist. Guck dir mal die Maps aktuell an. Also die Map ist an einigen Stellen noch wie ein Schweizer Käse. Also momentan ist die Version 0.150. Wir machen das wirklich so, wir spielen das Spiel bis zum beim jetzigen Status durch. Je nachdem, was an Updates werden, diese Steam... Let's Plays dann noch kommt, machen wir das natürlich dann auch noch mit. Und sobald wir das vollendet haben, machen wir so gesehen Pause mit Tanklin, warten bis die 1.0 draußen ist und dann machen wir eine zweite Staffel. Und können dann hoffentlich auch mit der offiziellen Version spielen und müssen nicht auf dieser Public Test Version spielen? Ja, das wäre dann halt auch das Ding, dass wir dann auf der offiziellen Version spielen könnten. Wir testen das natürlich dann vorher, bevor wir überhaupt einen Steam starten. Ich sehe jetzt erst die Katze. Warte mal. Das habe ich doch erwähnt. Außerdem ja, ich habe nicht gesagt, dass ich nicht mitbekommen habe, dass du eine Katze hast. Ich habe nur nicht mitbekommen, wo sie sitzt. Das habe ich auch erwähnt. So. Aber das Wasserteil ist echt OP. Also es kann hier mit einfach... Das eine Teil kann locker mitkommen, dass ich hier die ganze Zeit... Guck mal, ich habe die Katze ausgebaut. Ich habe die Katze verbessert. Aber hier, das ist dir auch noch nicht aufgefallen, das Happy Halloween. Auch wenn Halloween schon längst rum ist. Egal. Haben wir die, hätten wir das Zeug für die vier Stahl? Ich will halt auch das letzte Ding jetzt mal erforschen. Einfach nur, damit wir es haben. Hätten wir, müsstest du nur selber herstellen. Das mache ich nicht für dich. Ich bin nämlich immer noch dabei, das Essen für uns beide herzustellen. Und wir haben zwei rote Schnapper zu viel. Du kannst übrigens auch mal die Netze nochmal leeren. Die sollten auch wieder voll sein.
Ja, die sind voll. Die haben sich halt auch gelohnt. Direkt von Anfang an zum Beispiel eine Fischfarm wäre dann auch da in die Idee. Eventuell würde ich da dann auch die gegnerischen Raids wieder aktivieren. Eventuell. Die würde ich dann aber wahrscheinlich von der Schwierigkeitsgrad dann wesentlich runterschalten. Ich würde auch definitiv dafür sein, dass du die anmachst, weil aktuell sind wir halt einfach hier quasi im leichten Modus. Also wir müssten jetzt denn. Ja, aber wenn wir hier keine Verteidigung haben, wir gehen einmal weg und es wird geraidet und zack, alles weg. Ja, da wollte ich ja eben jetzt nochmal was zu sagen. Wir sollten wirklich gucken, dass wir A, nicht so wie wir es auch in Raft gemacht haben, einfach nur die Breite gehen, sondern auch in Höhe. Und dass wir B halt uns um Verteidigung kümmern, dass wir unsere Basen auch mal eine Zeit lang alleine lassen Im können, Übrigen, das theoretisch. könnten wir uns dann auch für eine zweite Staffel merken, dass wir die Basis gar nicht erst aus Holz bauen. Außer die Barrikaden und so weiter eventuell. Und dass wir später denn die Schrottmetallsachen auf richtige Metallsachen upgraden, auch wenn das ein bisschen teuer ist. Alter, der bessere Reiniger hat sich so hart gelohnt. Ja, also der kann, wie gesagt, die ganze Zeit mit meiner Kochproduktion hier mithalten, obwohl ich die ganze Zeit immer wieder zwei Wasser raus snacke. Man merkt einfach, dass wir mittlerweile richtig gut hier ausgestattet sind. Ja, definitiv. Und willst du mal ein Steak Nahrung haben für Wasser und Essen? Hier. Habe ich dir gedroppt. Das hält für eine Zeit lang, glaube ich. Ja. Und das können wir halt richtig easy herstellen, weil das Einzige, was wir neben den Fischen brauchen, ist Wasser. Und das haben wir. Das haben wir jetzt mittlerweile ohne Probleme, dadurch, dass wir jetzt einfach nur noch hier ein bisschen pumpen müssen und Holz nachfüllen. Ich habe das Falsche entfernt. Warum passiert das einem immer und immer wieder, dass man aus Versehen diesen Kackdraht entfernt? Wo schimmelt eigentlich jetzt unser Bett rum? Ich glaube, das Immer noch gammelt in der noch. kleinen Hütte? Ich glaube, ich habe es noch Nee, nicht doch. zurückgepackt. Doch, das schimmelt immer noch in der Hütte. Komm, Egal, komm, kann wir auch kuscheln uns in sein. diese kleine Hütte. Gleich, ich will erstmal alles fertig gekocht haben. Und dann will ich die Suicide Mission mit dir machen. Du hast übrigens immer noch nicht beantwortet, ob wir jetzt die Gas Station machen oder das andere hier. Suicide Mission. Die. Ich würde, wenn mich eher erstmal an dem Clifton Außenposten oben versuchen. Das wäre die Jägervereinigung, dass wir uns erstmal an denen versuchen. Pappalapapp, du willst nur dein besseres Gewehr haben. So, einmal noch. Ja, Dann habe ich den Stahl. unsere Kohlekiste überschwemmt auch, ey. Ja, Sobald die Kohle voll ist, sobald schmeißen wir man den ja Rest ein. einfach weg. Ja, das Ding ist, wir könnten vom Prinzip her eigentlich einen zweiten, sogar einen dritten Stahlofen hinstellen. Das Problem ist, dass wir mit dem Eis nicht hinterher kämen. Aktuell noch nicht, nee, dafür haben wir nicht genug Vorrat. Ich sag mal so, Kohle ist wirklich nie ein Problem. Wir hatten nicht ein einziges Mal ein Kohleproblem. Nee, alles andere, wofür wir das bräuchten, wofür man auch Kohle braucht, damit haben wir ein Problem. Für Ich Stahl meine. haben wir mit dem Eisen ein Problem, für Schießpulver haben wir mit dem Schwefel ein Problem. Wir haben aber nie ein Kohleproblem. Kohle geht einem nie aus. Von Anfang an nicht. Nö, in der Tat. So, der eine Stallbachen dann noch. Dann hätten wir das Oh, auch das sind sogar erledigt. die letzten beiden Hab Töpfe, Spaß die mit den ich machen Fischen. Ich habe gerade alle Fische mal da reingepackt. Ich gucke muss. Ja, gerade leider am kaum Tarpons bekommen, wieder mal. sechs Und die restlichen. Waffenteile. Ich brauche zwei von den fortgeschrittenen. Also, ich habe jetzt 27 Mal diese Fischsuppe gemacht. Ich Weißt du, glaube, wenn wenn ich das die nicht Raids der reicht, Gegner dann. aktivieren würde, dann würde ich auch tatsächlich so ein stationäres Geschütz aufstellen. Das ist, glaube ich, auch später sehr praktisch. Eventuell ist das ja auch ein automatisch schießendes Geschütz. Das wissen Das wir ja wäre noch dann nicht. sogar noch praktischer, weil dann kannst du vom Prinzip her von der Base auch mal weggehen. Ja, aber überleg mal, wie teuer das auch ist. Das wird wahrscheinlich doppelt so viel kosten, wie es da gerade zum Erforschen kostet. Und So. wir haben die Teile dafür nicht. Es fehlt vom Prinzip her nur noch der Stahlbachen, auf den ich jetzt gerade warte.
Der ist gerade fertig geworden, genau wo ich es angesprochen habe. So? Ich habe mir die Waffenteile nicht rausgenommen. Aber davon haben wir ja gerade so genügend. Schweres Maschinengewehr bzw. das Geschütz wurde erforscht und der Forschungstisch hat damit keinen Job mehr. Ich will mal kurz gucken, wie teuer das ist. Das ist wahrscheinlich hier. Ich suche es gerade auch. Nee, da ist es nicht. Unter Verteidigung wahrscheinlich. Ja, da ist es. 8 Stahlbahnen, Ja, 4 fortgeschrittene teuer. Dinger, Waffenteile. Den Alarm würde, also diese Sirene und den Detektor würde ich dann auch aufstellen, beispielsweise. Diese Naja, die verstärkten Sirene, Barrikaden würde ich ist komplett um die nutzlos, Basis einmal leider. drumherum bauen. Naja, ich würde auf jeden Fall die Defense Wall außenrum knüppeln. Ja, die Und da dann. 6000 hat. Allein die würde Nee, ja schon einiges halten. die Reinforced Barricade, das ist einfach nur so eine hüfthohe Barrikade, wo du dich halt hintersneaken kannst. Das ist nicht eine große Barrikade. Das ist eine kleine. Die ich meine, ist halt die, wo oben auch Stacheldraht noch zu sehen ist. Wahrscheinlich können die dann da auch nicht drüber hüpfen. Nee, aber davor würde ich dann nochmal hier den Stacheldraht selber platzieren. Na, dass sie sich halt So richtig wehtun. wie wir hier halt den Stacheldraht haben, der so gar keinen Nutzen hat, außer dass er uns hier ordentlich Platz wegnimmt aktuell. Ja, ich kann ja jederzeit die Raids wieder aktivieren, aber momentan, wenn ich die Raids aktiviere, wir gehen einmal weg. Beide. Und die Basis ist einfach kaputt. Wir sollten übrigens jetzt einmal schlafen gehen. Oh ja, zwängen wir uns in unsere kleine Hütte. Ich kann mich nämlich nicht endlos von der Energie her hochhalten, indem ich die ganze Zeit was presse. Warte, ich muss auch noch die Tür hinter uns zumachen. Komm rein. Oh ja, richtig schön kuschelig. Und Okay, jetzt ja, ich gehen wir. trage ein Kind vor, in dir in mir drin. Was hast du letzte Nacht gemacht? Verpiss dich. Ich kenne dich nicht. Übernimmt überhaupt keine Verantwortung für sein gezeugtes Kind. So, die zwei Glasflaschen packe ich für zukünftiges Kochen mal bei der Ausrüstung rein. Overall würde ich aber eventuell sagen, die Diegel könnte besser sein. Ich kann das erst in ein paar Sekunden beurteilen. Och, ich finde, geht. Ja, aber guck mal, wie langsam die Shotgun schießt. Dafür macht die aber auch übelsten Damage. Die schießt mindestens viermal so langsam wie die Deagle, würde ich sagen. Macht dafür zwar aber auch zweieinhalbmal so viel Schaden, aber die Nachladeschwierigkeit muss man auch berücksichtigen. Ich verbrate mal eben kurz den Rest hier an Eisen, bevor wir losgehen. Das sieht auf den ersten Blick nicht wie eine Festung aus, aber das ist tatsächlich sehr gut gesichert. Die stehen vor allen Dingen fast alle oben. Ja, da bin ich mit meiner Shotgun nicht so gut, ich weiß. Das ist der Nachteil bei den Huntern, weswegen ich eher nicht so Lust hatte, die zu raiden. Ich fange schon mal an, die da oben zu snipen. Meine Deagle hat auch nicht die Reichweite. Aber das Es Gewehr lohnt kann sich man übrigens verdammt. mehr, auf, einfach auf den Körper zu zielen, als auf die Köpfe. Ich ziehe überhaupt nicht auf die Köpfe, ich ziehe einfach nur auf die Silhouetten, die ich am Horizont sehe. Okay, die ballern richtig. Ja, aber deren Aim ist für den Arsch. Sind halt Klonkrieger. Ist der gerade runtergefallen? Aua, hat einer ein Gewehr. Aua, die machen ja fast schon Schaden. Ich meine, guck dir mal das bisschen an, was ich presse. Oh, einer ist hier unten. Den kümmere dich drum. Ich Ja, ich kann musste nicht gerade zur viel. SMG wechseln. Okay, einer ist Ja, ich tot. vermute. In meinem Schiff sind zur Not 10 Verbände. Alter, die haben Ich habe auch. Antibiotika bei sich. Also konnte ich Aua, mir der schon eine auf vorstellen, jeden dass die Fall. guten Stuff haben. Da ist wieder einer hier unten.
Ach du Kacke. Willst du wissen, wie hoch meine HP gerade ist? Ich habe meine HP insgesamt einfach um 150 erhöht mit 3 von dem. Wow, ich bin tot. Also im Nahkampf machen die echt viel Damage. Ja, deswegen versuche ich die auch hauptsächlich zu snipen. Also, naja, ich hätte vielleicht doch eine SMG machen sollen. Mit der SMG nee, war der richtig schnell tot. Ich sehe die halt auch kaum. Das ist das Problem. Ich muss beobachten, von wo die schießen. Da ist einer. Aber weißt du, was das Praktische ist? Ich habe die 150 extra AP behalten, obwohl ich gestorben bin. Okay, muss nachladen. Aber weißt du, was nicht so geil ist? Ich habe alles, was ich so jetzt wirklich bräuchte, um meine Sachen wieder zu bekommen, entweder in meinem Boot oder, naja, in meinen Sachen. Dafür hast du doch den Jetski. Können wir aufhören, ja, so rumzusprinten? Dann muss ich mit 2 Booten hin und her fahren, deswegen schwimme ich jetzt lieber einfach. Okay, einen habe ich niedergeschossen. Ich habe auch schon einen mit der Shotgun tot bekommen. Der hatte einen Automatik. Nee, ich meine von denen da oben. Ja, ich hatte einen auf dem Boden gesehen. Der hatte eine Waffenkiste bewacht. Die stehen aber auch alle echt gut geschützt da oben. Das ist ein Problem. Headshot. Ich glaube, den habe ich totgeschossen, den einen. Also, naja, sagen wir es mal so. Und du wolltest dich direkt mit den allerheftigsten anlegen. Die hier sind ja schon schwer. Also, Shotgun ist ganz nice für die eher schwächeren Gegner. Aber gegen die Starken wollen wir denn doch definitiv Waffen haben, die keine Shotgun sind, sondern auch Distanz haben. Ja, da wird's halt SMG, AK etc. Boah, ich holz jetzt diesen Baum hier weg, der stört mich die ganze Zeit. Wir können uns auf jeden Fall merken für den nächsten Playthrough. Shotguns Early Game geil, Shotguns Endgame scheiße. Also wir wollen und wir müssen die Krabben so die Krabbendinger da definitiv für Raids aufbewahren. Weil ich habe gerade einfach fast doppelt so viel HP, wie ich normal haben könnte. Ich weiß gar nicht, wie du so schnell gestorben bist. Der schießt von da oben mit einer Shotgun auf mich. Ich weiß auch nicht, warum ich auf einmal tot war, aber ich muss meine Sachen wiederholen, weil sonst habe ich keine Muni. Das ist das Problem. Alter, ist das ein Kampf? Ich schick dir auch gleich, sobald wir hier fertig sind, einmal, wie viel HP ich überhaupt habe. Es geht bis unter die Itemleiste meine HP. Du kannst mir mal ein paar von den Dingern abgeben. Ich hatte nur 3. Hättest mir einen abgeben können. Stehen alle so kacke. Ich brauche eine andere Position, aber ich brauche auch eine Position, wo ich auch Deckung ab und zu habe zum Nachladen. Ja, die Position hier hinten, die ich habe, ist sehr risky. Bist du schon wieder hier? Ja, ich bin hergeschwommen. Ich sehe deine Lampe. Ich wechsle mal die Position. Von der Position treffe ich echt gar nichts. Der hat der eine da, der verteilt ja richtig viel. Okay, den habe ich niedergeschossen. Danke, der hat nämlich gerade auf mich geballert, war nicht so schön. Ja, der hat mir auch mit einer Salve richtig viel Schaden gedrückt. Okay, der hat eine Broken Military Weste dabei. Wenn die Antibiotika haben, die heilen richtig viel. Ich weiß. Ach du Kacke, sind da oben viele. Ich versuche da mal einen Molly hinzuwerfen. Stimmt, wäre eigentlich mal eine gute Idee. Der kommt leider nicht bis ganz da oben hin. Vielleicht wenn ich springe.
Nee, selbst wenn ich springe, kommt ich habe einen gerade so auf die Plattform hier vorbekommen. Vielleicht, wenn ich hier vom höchsten Punkt springe. Nee, den Molly kriege ich auch immer noch nicht bis ganz da oben unter die Plattform von denen. Okay, ich habe gerade was hingeworfen bekommen. Die Granaten, die flogen auch nicht sonderlich weit, ne? Oh ja, ey, guck mal, wo ich bin. Die fliegen leider nicht so weit. Aber die Junge, du hast mich fast weggesprungen. Ja, ich hab's gesehen. Crazy Dude. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe, aber ich werfe sicherheitshalber noch ein paar. Ich weiß, dass da rechts auch einer gegammelt hat. Was zum... Ich hab's ein bisschen unterschätzt, wie weit die fliegen. Okay, ich wechsle mal auf die Stun-SMG und look zumindest mal eben kurz. Jetzt gerade sehe ich hier keinen. Ich glaube, wir haben alle weggesprengt. Boah, liegt da ein Leichenhaufen. Doch, du hast alle wir haben alle weggesprengt. Okay. Aber nicht unvorsichtig werden. Okay, die Granaten, die haben sich gelohnt. Die haben sich 100% für den Kampf gelohnt. Okay, die haben richtig gut ballistische Fasern. Nicht, dass wir die bräuchten. Die haben mir richtig viele Antibiotika geliefert. Und es lohnt sich ja richtig, einfach Granaten reinzuschmeißen, wie sonst was. Ja, also für die... Magst du ein, selbst die in den Gebäuden sind verreckt. Also, wir merken uns, die Granaten sind OP für die Fights. Guck mal, selbst die primitiven Granaten haben offenbar richtig viel Schaden gedrückt. Ich habe auch die Kampfmusik nicht mehr. Es sind definitiv alle tot. Und außer wir haben einfach unten zwei Dinger wir haben einfach zwei Dinger für die fortgeschrittenen Teile direkt in diesem einen Turm, in dem wir hier sind gerade. Möchtest du einmal mit mir hier dran gehen? Ach, auf der anderen Seite ist der Eingang. Warte mal, ich muss noch alle fertig looten. Gammelten ja hauptsächlich hier unten. Da ist eine USP drin gewesen für mich. In dem ganz hinten. Hier. Da ist bei mir eine defekte US-45 Maschinenpistole. Ich hab eine M16. Ich nehme nur die Pistole, der Rest kann drin bleiben. Ich will die M16 haben, wenn du kein Problem damit hast, dass wir dafür den Stahl aufbrauchen. Erst wäre das okay für dich? Wenn, bräuchten wir beide so eine Ultrawaffe. Also mit der Sniper kannst du die zwar auch gut bekämpfen, aber du brauchst halt wirklich mindestens eine SMG für den Nahkampf. Also ja, mit der Shotgun warst du ja komplett aufgeschmissen. Du hast deine SMG, ich habe noch gar nichts. Ach, hier, fortgeschrittene Teile. Ja, ich weiß. Warte, bis ich auch da bin. Dementsprechend wäre es halt rein logisch gesehen halt... am effektivsten, dass ich erstmal die M16 denn crafte. Ich bin hier unten schon mal dran. Ja, hier ganz oben ist direkt das selbe Ding nochmal. Ich kann aber nur das rausnehmen, was wir auch wirklich brauchen. So, ich stehe ganz oben an den Ding und danach muss ich meine Tasche leeren gehen. Einfach drei Militärgranaten. Ja. Ich habe zwei. Aber die haben auch gut Energy und so dabei gehabt, also... Ich habe 4 Antibiotika. Ich habe 5. Einen habe ich... Den Schwanzvergleich habe ich gewonnen. Nee, den hast du nicht gewonnen. Ich hatte gerade eben einen aufgebraucht. Also ich habe insgesamt 5 gesammelt. Ich habe sogar 6. Also ich habe den Schwanzvergleich trotzdem gewonnen. Außerdem, was heißt hier Schwanzvergleich? Naja, du hast mehr Granaten, ich mehr Antibiotika. Hier oben ist ein Tresor. Aber den können wir eh noch nicht. Ja, ich gehe erstmal meine Tasche leeren. Außerdem die elektrischen Teile habe ich schon. Hui. Ich find's schön, dass der Fallschaden so gering ist, ne? Naja. Also, wenn's denn noch höhere Distanzen sind... Nee. Bei der einen Insel, da war der eine Turm doppelt so hoch und selbst da war der Schaden nicht viel höher. Aber die lohnen sich echt für Rifle-Ammo auf jeden Fall. Aber die hatten jetzt keine bessere Rüstung, oder? Außer in den Kisten eventuell. Die Rüstung habe ich bekommen einmal. Aber das ist die wir, glaube ich, eh schon haben. Leider haben sie keine Dingens, Tactical-Weste gehabt. Öffne ich schon mal bei mir. Die Axt habe ich schon mal in der Hand. Ach du Heilige, es gibt ein besseres Boot. Marine Fast Boat. Und ich habe die Special Force Armor, das ist die zweitbeste. Warte. Ich bin irgendwie jetzt auch dran. Und da sind 5 Eisen und 5 Kupferbarren drin. Ich sage nichts, ich schicke dir einen Screenshot und dann kannst du dich freuen. Oh, Military-Granaten. Okay, ja. Ich brauche keinen Screenshot schicken. Ich habe den Stream nebenbei auf ISO. Ich habe nochmal die US-45. Ja, ich habe auch eine bekommen. Was kosten die denn? Was kostet die Welt?
Was kosten diese neuen Granaten? Also die Militärgranaten? Ich würde Nur, auch mal das Schweißwerkzeug einmal bauen wollen, einfach nur zu wissen, ob das wesentlich besser ist. ich finde die Schreibung von dem Marine Fast Boat lustig. A wooden sailboat that can accommodate four people. Ich glaube, das muss man an der Waffenstation Holly? basteln. Was? Die Militärgranaten. Ach, Möglich. Stahl! Hat das. Also, es hat wahrscheinlich ungefähr dieselbe Geschwindigkeit wie der Jetski. Kann ich mir vorstellen, weil das ist ein Marineboot. Ja, das müssen wir uns holen. Vor Und allem wenn hat das es auch noch vier eine Sitze Kiste vor hat, drei. wenn das noch eine Kiste oben drauf hat, ist das das beste Boot Das aller hat Zeiten. wird wahrscheinlich eine Kiste irgendwie. Bei den anderen sieht man nämlich auch die Kiste nicht auf dem Icon. Also die Ki Wahrscheinlichkeit ist groß. Vor allem außer dem Stahl haben wir alles dafür. Und hier unten ist jetzt, ey, komm noch mal eine Etage wieder hoch. Hier ist nämlich noch Kohle. fortgeschrittene Teile. Warte, jetzt bin ich hier drin. Jetzt baue ich hier ab, bevor ich mir nochmal einen Ast abbrechen muss, nur um hier reinzuklettern. Ja, also der Schrank ist auch wieder da. Bei mir war der Schrank traurigerweise leer. Ja, ist alles respawned. Alles? Okay, gut, dass sie Okay. nochmal respawned ist. Okay, also. Ja, okay, großer Generator. Warte aber mit dem. Wir bringen jetzt erstmal alles Den weg und bauen wir holen dann noch nächstes Mal. Ich will nur gucken, was der kostet. mal. Okay, das dauert. Naja, der kostet die Welt. Ja. Und mehr. Die fortgeschrittenen Teile sind ja mittlerweile kein Problem mehr. Da haben wir jetzt auch wieder Das genug. passt zum Halloween-Event irgendwo. Das Buu. Was? Neon Buu. Das ist ja auch Halloween. Das ist genau das, was du beim Halloween-Händler dir holen kannst. Ich guck Gut. davon, ich guck einfach, was ich hier noch mitnehme. Du könntest vom Prinzip her nochmal zurückfahren. Zu mir, aber. Soweit ich. Ja, aber. Junge, warum hast du den Tresor jetzt schon komplett weggemacht? Ich hätte da auch noch mal krasse Sachen drin gehabt. Dein Ernst? Der respawnt doch gleich. Nein, das ist teilweise einfach nur verbuggt, dass die Sachen schon neu gespawnt sind. Das ist nicht garantiert. Ich guck hier nochmal rum. Das ist alles außer garantiert, dass die Sachen so schnell neu spawnen. Ja, das Zeug hier hätten wir dann leeren sollen. Dann hätte hier was nochmal drin sein können. Weißt du, leeren, aber nicht mitnehmen. Naja, du kannst es ja trotzdem jetzt nochmal leer machen, also so ist es nicht. Apropos, das habe ich noch nicht abgecheckt. Nee, tatsächlich stellt man die Granaten nicht hier beim Gun-Dingens her. Die stellt man tatsächlich bei der Munition her und die ist sogar gar nicht so teuer. Lass mich mal gucken. Zwei Smokeless Powder und ein Eisen. Das Ja. geht sogar. Na gut, mit dem Eisen noch mal überdenken, ne? Naja, und das Smokeless Powder ist jetzt auch wegen dem Stoff nicht gerade billig. Also, wir haben einfach zu wenig Stoff dafür, sagen wir es mal so. Hör auf zu knatschen neben mir. Guck dir mal unsere Kiste voll Kohle an. Ich. Sie ist bis auf den letzten Slot gefüllt, nur noch nicht voll hochgesteckt. Das ist. Ich finde, die sollten auch die können ruhig den Verbrauch von Kohle erhöhen, bin ich ganz ehrlich. Ja, finde ich auch. Man kriegt halt so viel Kohle, die man gar nicht verbrauchen Und was kann, ich halt komplett. auch finde, dass wenn man hier beispielsweise den verbesserten Ofen oder den verbesserten Reiniger hat, dass das dann auch mit Kohle betrieben wird. Ja, das. Wäre ich vollkommen einverstanden mit. Nicht nur du. Weil, wie gesagt, Ich will das ich glaube, selbst auch. wenn wir drei von den Dingern aufstellen würden, die Kohle würde sich nicht mal ansatzweise verbrauchen. Ich gucke gerade wirklich einfach nur noch, dass ich mein Inventar jetzt hier gerade nochmal durchkriege, also Ich nochmal habe jetzt noch repaired und so weiter. ein letztes Highlight hier für den Stream. Wie gesagt, der nächste wird mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit der vorerst letzte sein. Also ich würde jetzt nicht noch drei Streams machen, nur um alle Waffen durchzukriegen oder irgendwas in der Art. Naja, ich würde eigentlich trotzdem noch mal hier die verschiedenen Inseln sehen wollen und das Video Ja, raiden. das können wir wirklich, glaube ich, innerhalb eines Streams schaffen. Nee, nicht wirklich, glaube ich.
Glaub mir das Für schnell. eine Insel brauchen wir schon mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde. Vor allem für die Großen. Wie gesagt, ein, maximal zwei. Maximal. Also ich würde dafür jetzt nicht den restlichen Monat nutzen. Das Spiel macht Spaß, auf jeden Fall. So, und jetzt habe ich hier noch mal was für dich. Aber man muss das Spiel jetzt nicht unbedingt so extrem Hier. smelken. Ja, kann die alte Stun-SMG dann weg. Ja, kannst du zerlegen. Aber die wollte ich noch mal gemacht haben. Ja, die hat auch nicht so einen extremen Recoil wie die andere. Zumindest geht die Kamera nicht allzu hoch. Die Waffe shakt trotzdem ordentlich rum. So, jetzt habe ich's, weil fürs nächste Mal müssen wir dir denn die Tactical Armor herstellen. So, ich habe jetzt Speichern und Beenden gedrückt. Aber das Ding ging schon wieder lang genug. Im Übrigen, diese Basis, die wir da im Hauptbildschirm gesehen haben, die haben, hast du die irgendwo gesehen? Weil Mit ich habe dem, sie auf was meiner am Tour Wasser gesehen. ist, mit dem, was da am Wasser ist, nicht. Aber die Basis, die dort im Hauptbildschirm ist, das könnte so ungefähr, naja, die Basis von den Warheads sein, bei der ich an einem Punkt war. Naja. Weil du hattest ja gesagt, dass du die auch schon von der Entfernung siehst. Die Basis der Warheads. Eventuell war es halt die. Ich habe da jetzt nicht Also irgendwie von der komplett in einem umgefahren Punkt da und oben konntest du wirklich fast alles sehen. Also du konntest so weit in die Ferne gucken, das war unglaublich. Ich glaube, wenn du auf den Hochhäusern stehen würdest, könntest du wirklich komplett alles sehen. und vor allem, dass das Spiel vergleichsweise noch flüssig läuft, dafür, dass du so viel sehen kannst. Also, Bemerkenswert. was Performance angeht, sollte sich die Entwickler von 7 Days to Die mal eine ganz dicke Scheibe von Sunkenland abschneiden. Die Entwickler von Ark sollten sich davon mal eine Scheibe abschneiden. Ich habe gestern Ja, ja die Ark gestreamt und das ist mir jede halbe Stunde abgestürzt spätestens. hatten eh schon immer Performance-Probleme, vor allem im Singleplayer. Wenn du Local spielst, hast du schon immer Probleme gehabt. Ich habe Das hat mir. sich nie geändert bei Ark. Weder bei Ark Survival Wolf noch bei Ark Survival Da will Ascended. ich übrigens noch mal erwähnen, ich spiele Ark deswegen alleine, weil Akayas PC das nicht packt. Also Und meiner packt es ja schon kaum und meine hat kleiner eigentlich Tipp, sogar die Herausforderung dafür, also das solltest per empfohlene. Command die Wolken ausstellen, das hilft auch nochmal. Die Wolken soll ich ausstellen. Ja, es gibt da einen Command, den so ziemlich jeder, der aktuell Asa spielt, auch direkt erstmal reinknüppelt, damit die Wolken weg. Dann läuft das Spiel schon spürbar flüssiger, auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass das Spiel bei mir nicht flüssig läuft, sondern dass es wirklich halt immer und immer wieder Abstürze hat. Am Anfang hat es sogar fast alle 5 Minuten Absturz. Und ich war schon so frustriert, dass ich das Spiel schon eigentlich zurückgeben wollte. Naja, darüber kann man sich ja gleich noch unterhalten. Ich sag mal an der Stelle, dass ich hoffe, dass es jedem von euch gefallen hat. Vielleicht mache ich das wirklich ab irgendeinem Punkt, dass ich die Zankenden-Streams einfach in unterschiedliche Parts unterteile, wie bei Wild Hearts. Muss man gucken. Naja, das können wir ja dann machen, wenn auch wirklich die Story da ist und es auch tatsächlich mehr zu sehen gibt, als halt einfach nur, wie wir reden. Also Ja. momentan ist es sehr Farm- und Raid-lastig. Wir haben sonst kaum was zum Zeigen. Also auch von diesen 4 Stunden, die ich jetzt gerade da unten rechts sehe, 4,4, wenn wir ganz genau sein wollen. Davon Naja. kommt vielleicht 1 Stunde bis 2, je nachdem, obwohl extremst viel davon Farming war. Ich glaube, das Interessanteste ist, wie wir da am Ende wirklich nochmal geradet haben. So neue Sachen, wie wir die bauen, zeige ich natürlich auch. Aber wie wir da beispielsweise in einer halben Stunde in der Base stehen und nur am Kochen und Schmelzen sind, schneide ich auch raus. Aber auf jeden Fall steht fest, für Season 2, die Organisation der Basis wird auf jeden Fall deutlich besser sein. Da werde ich auf jeden Fall für sorgen, selbst wenn Shining nicht tut.
Und wenn ich ihn Bisher bin ich komplett für den Bau verantwortlich. Das Einzige, was du am Bau gemacht hast, ist da oben der Zaun für de, in das in dem Farmbereich. Und das Haus, was nicht funktioniert hat. Hallo, weil mich das nicht wirklich interessiert hatte bisher, aber für eine Season 2, wo wir dann auch vernünftig die Story haben und so, will ich auch, dass wir da vernünftig hier eine Basis bauen. Ja, aber ich bin trotzdem dafür, dass sie dann schon ein bisschen breiter ist. Also Nicht mindestens zu ein breit. Dreiviertel von dem, was wir da die ganze Zeit bisher hatten. Ich würde sagen, höchstens 10x10 Plattformen. Allerhöchstens. Das wären dann aber so viele Stockwerke. Naja, wie gesagt, für YouTube sage ich hier an der Stelle schon mal schau. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Stream wieder. Das könnte dann auch eventuell der letzte Sunken Stream vorerst sein. Also wie gesagt, YouTube sage ich an der Stelle ciao.